weil du den Punkt stürmen. Ja, scheiß Granate da. So blatt, ohne irgendwie was Großartiges da rumzugestatteln da woher. So ist das nicht. Kämpft da die Gläser. Kurzstreckenkommunikator von Helm zu Helm. Und dann? Dann überzeugen wir sie davon, dass wir auf ihrer Seite sind und die Allianztruppen erledigt haben. Gute Idee. Sehen Sie mal nach, ob Sie was finden. Was? Der Major ist inzwischen ganz schön kompetent. In der Tat. Shepard, ich habe was gefunden. Was haben Sie? Er hat einen Transmitter am Helm. Wenn ich... Mein Gott, er sieht aus wie ein Husky. Nicht ganz. Aber Sie haben garantiert irgendwas mit ihm gemacht. Und mit Sie meinen Sie Cerberus? Mit den eigenen Leuten? Haben Sie das auch Ihnen angetan? Oh je. Wie können Sie mich mit ihm vergleichen? Shepard, ich weiß nicht mehr, wer oder was Sie sind, seit Cerberus Sie neu zusammengesetzt hat. Sie könnten auch Ihre Marionette sein, vom Unbekannten selbst kontrolliert. Keine. Versuchen Sie nicht, das zu erklären. Ich würde es sowieso nicht verstehen. Ich will nur wissen, ob die Person, der ich in die Hölle und zurückgefolgt bin, die Person, die ich geliebt habe, ob die noch da drin ist. Irgendwo. Sie haben mich nicht verändert, Kaidan. Und meine Gefühle auch nicht. Aber Worte können Sie nicht überzeugen, richtig? Wahrscheinlich nicht. Dachte ich mir. Sie waren schon immer stur. Ich? Kommen Sie, finden wir raus, was Cerberus vorhat. Vielleicht bekommen wir beide ein paar Antworten. Hallo, hier ist Delta Team. Ist da jemand? Wo zum Teufel waren Sie? Wir sind an der Bahnstation und warten auf Exfiltration. Alle Feinde neutralisiert. Verstanden. Echo Team kommt zu Ihnen und sichert die Station. Haben Sie es gehört? Wenn nicht, werden Sie schon bald rausfinden. In Position gehen und flankieren, wenn Sie aus der Bahn aussteigen. Gute Idee, Major. So. Das ist ja simpel. Da erst so, dass ich im zweiten Teil beim Ding hat, dass ich ja. Na komm, was ist los? Links und rechts. Was ist denn jetzt wieder? Ach, irgendwie geht es mit dem Ding. Mach ich! Auch los. Runter, flankiert die mit der Kamera, die bloß immer weg. Da kommen sie. Ein bisschen anderer Krieger. Ich gehe halt ein bisschen frontal auf die Sache zu. Und ja, das
zu eben gesehen, was ich gemacht habe. Ist mir egal. Der Kainan sagt, ob sie sich verändert hat, verstehe nicht. Er hat auch sie im zweiten Teil sitzen zu lassen. Der Sturm wird schlimmer, wir sollten das rasch beenden. Die Archive sind auf der anderen Seite. Und ein Trupp wütender Cerberus-Soldaten auch. Shit, auch nicht so. Na ja, das soll er ruhig machen, die bleiben mal weg. Spaß, gell? Das ist so irgendwie alles ganz anders. Granate da, der Schwinner. So. Fuck da, ey. Schweine. Zurück, da die haben die scheiß Tore aufgemacht. Oh, dabei alle Sicherheitslöcher geöffnet. Oh, das ist ja cool. Das ist eine praktische Sache. Und das? Nehmen wir mit. Können wir brauchen. Das auch. Munition auch voll geladen. Und das noch. So. Dann wird es ja goldig, was gleich abgeht. Ja, wie gesagt, Amazamba muss auch mal sein. Ich wollte eigentlich nur die Dialoge bringen, weil die sich ja jetzt verändert haben, weil ich jetzt die 1er und 2er Teil mit in die 3er integriert habe. Mal sehen. Bis gleich.